Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal, Ihre Dendera Susanna Medici. Tageshoroskop am 28. Januar 2019 nach indischen Astrologie. Die indischen Astrologen berechnen die Horoskopen anders. Also nicht wundern, wenn ich erzähle, wo Sonne, Mond und die Planeten sich befinden. Es ist anders als in westlichen Astrologie. Dafür ist sehr präzis. Ihr könnt vergleichen, dass wie die Astronomen ihren Kalender veröffentlichen oder geht in die Seite von NASA, könnt ihr auch nachschauen, wo sich die Planeten befinden. Das ist mit der indischen Berechnung übereinstimmend. In diesem Bild erscheinen die vier Grundelemente: Feuerelement, Erdeelement, Luftelement und Wasserelement. Und es ist immer wichtig, das im Gleichgewicht halten, aber die kosmischen Einflüsse kommen nicht immer im Gleichgewicht, sondern eine oder anderen Element ist mehr betont. Und wenn wir bewusst umgehen mit diesen Naturkräften oder dieser kosmischen Energie, dann können wir das selbstverständlich ausgleichen, und so haben wir die inneren Harmonie und sind wir im Einklang mit dem Natur. Ganesha unterstützt uns immer bei Neuanfang, auch wenn ein Tag beginnt, und Ganesha herrscht über die Astrologie. Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Steinbock. In indischen Mythologie heißt die Sonne Suraya. Suraya ist im Steinbock. Ich setze Suraya hier im Steinbock. Die Sonnenenergie, das ist schon Lebensenergie, Lebenskraft, öffnet unseren Augen für wichtige Themen. Weil die Sonne ist die kleine Uhrzeiger in diesem kosmischen Uhr, zeigt Monatsthemen, beleuchtet die wichtigsten Themen. Die wichtigsten Themen sind gerade die Steinbock-Energie. Die Tierkreiszeichen Steinbock gehört zum Erdeelement, das sehen wir hier auch, und das bedeutet Materie, Realität, Bodenständigkeit, Sicherheit, Stabilität, eine feste Boden unter unseren Füßen. Steinbock ist auch sehr geduldig, hat Ausdauer und hat auch Ziele, oft hohe Ziele, hohe Ideale, aber die Steinbock gibt das nicht auf. Und das, was wir lernen von diesem Tierkreiszeichen, nicht aufgeben. Mond hat mehreren Namen, in mehreren Sanskrit-Namen. Einer davon ist Soma. Soma befindet sich in der Tierkreiszeichen Waage. Das ist die Mondenergie. Mond im Waage, hier im Luftelement. Und dieses Luftelement gibt uns Leichtigkeit, hilft von etwas befreien, dass wir endlich aufatmen können, dann aktiviert die Themen, die Waage, was Waage vermittelt, Gerechtigkeit, inneren Gleichgewicht, Ausgleich und Liebe, Partnerschaft und auch Diplomatie. Diplomatische Handlungen. Mond ist die große Uhrzeiger in diesem kosmischen Uhr und hat Einfluss auf die Tagesereignisse. Sehr großer Einfluss hat auf unseren Alltag und beeinflusst auch unsere Gefühle und aktiviert natürlich die vagen Themen wie Kunst, Kreativität, Schönheitssinn, was wir gerade auch brauchen,
und natürlich Liebe, Partnerschaft. Agni ist der Feuergott und steht mit Mars in Verbindung. Und diese Mars-Energie ist im Tierkreiszeichen Fischen. Ich setze Agni zum Tierkreiszeichen Fischen und das ist Wasserelement. Mars symbolisiert auch die männlichen Personen, weil das ist eine männliche Energie und das heißt, die Männer nehmen ihren Gefühlen bewusster wahr oder sie handeln nach Bauchgefühl gerade. Merkur ist der Planet der Kommunikation und Handlungen, ist auch sehr schnell. Das ist Hermes, der Götterbote, so kennen wir im klassischen griechischen Mythologie. Die Sanskrit-Name für Merkur ist Buddha, wird aber mit ein D geschrieben. Ich habe ein anderes Bild, wo Buddha mit zwei D geschrieben wird und hier heißt schon die Erleuchtende, aber ich meine jetzt mit diesem Karte der Planet Merkur. Merkur ist in Tierkreiszeichen Steinbock und steht mit Sonne in einer Konjunktion. Und das hat heute eine Bedeutung, weil sie wirken gemeinsam. Manchmal die Sonne, die Sonnenlicht beschattet diese Merkur-Energie, wo wir nicht zum Wort kommen. Natürlich kann das auch passieren, aber die Sonne gibt die Licht, die Wahrheit. Die Wahrheit kommt ins Licht oder wir haben die Bedürfnis, gerade die Wahrheit zum Erfahren. Sonne natürlich ist auch Erfolg. Aber wir brauchen trotzdem die Überlegung und das wäre diese Steinbock-Energie und Mond im Waage beeinflusst den heutigen Tag. Also es ist wichtig, diplomatisch handeln, uns ausdrücken. Es ist auch möglich, bei diesem Sonne-Merkur-Verbindung, dass wir Geheimnisse haben. Und wenn wir das jemand anvertrauen, besteht die Gefahr, dass diejenige weitererzählt, dann kommt das ins Licht. Also heute müssen wir diplomatisch sein und überlegen, ob das gut ist, unseren Geheimnissen jemand anvertrauen oder besser ist das zum Schweigen. Jupiter befindet sich in Tierkreiszeichen Skorpion. Jupiter steht mit Indra in Verbindung und ich setze Jupiter zum Skorpion. Jupiter zeigt unserem Größe, mit unseren Werten bewusst zu sein. Jupiter vergrößert auch etwas. Und bei Skorpion handelt es sich in die Tiefe, unseren Gefühlen. Und das wird vergrößert, also wir neigen dazu, vielleicht heute etwas mal übertreiben. Reagieren wir empfindlich und wir betonen das, wie verletzt wir gerade fühlen. Nicht nur Jupiter ist in Skorpion, sondern auch Venus. Venus ist in indischen Mythologie Lakshmi. Also Lakshmi oder Venus ist auch im Skorpion. Gestern waren die beiden noch in Verbindung, aber Venus bewegt sich schneller, viel schneller als Jupiter, also hat von dieser Position sich entfernt. Saturn befindet sich in Tierkreiszeichen Schütze. Ich setze Saturn, Skanda steht mit Saturn in Verbindung. Ich setze Saturn im Schütze. Und mit Saturn endet sich die persönlichen Planeten.
Und diese persönlichen Planeten und Sonne und Mond, die beiden Lichter, haben einen Einfluss auf unseren Alltag. Und wir betrachten erstmal die Elemente. In jedem Element ist kosmische Energie da. Wasserelement ist mehr betont, aber wir haben in allen Elementen Einfluss. So könnten wir sagen, es ist harmonisch. Jetzt kommen die äußeren Planeten Uranus, Neptun und Pluto. Uranus befindet sich im Widder. Bringt Umbrüche, Veränderungen, besonders bei Wiedergeborenen. Neptun befindet sich in Wassermann. Neptun zeigt auch unserem kreativen Seite, unserem Träume. Pluto gibt die innere Kraft und Pluto ist im Tierkreiszeichen Schütze. In indischen Astrologie gibt es Mondhäuser. Mond befindet sich im Waage und dieses Mondhaus, wo sich gerade die Mond befindet und hat wirklich einen großen Einfluss auf unseren heutigen Tag, dieser Mondhaus heißt Svati. Dieser Begriff kommt von Sanskrit. Sva bedeutet selbst, Ati bedeutet Seele. Und es ist wichtig, heute auf unsere Seele zu kümmern. Dieser Mondhaus wird beeinflusst von Kreuz des Südens. Diesem Sternbild, das Kreuz des Südens, befindet sich im Südhalbkugel, also von Südhalbkugel ist sichtbar. Und in diesem Sternbild befindet sich die Südpol. Und Südpol dient auch zum Orientierung. Also wir brauchen heute die Orientierung. Dieser Kreuz des Südens hat auch symbolische Bedeutung, das sind religiöse und spirituelle Themen. In welcher Religion wir leben, das kann eigentlich egal sein. Jede Religion hat seine Wichtigkeit. Für mich persönlich zählt Gott, das Göttliche. In welchen Weg wir Gott finden, ist eigentlich, jeder muss das selber wissen. Also so viel Freiheit dürfen wir uns erlauben. Wichtig ist das Ziel. Das Ziel ist Gott. Zum Gott zum Gelangen. In diesem Glauben. In welchen Weg? Jeder wählt einen anderen Weg. Also ich möchte jetzt nicht religiös wirken. Wichtig ist das Glauben, Glauben an uns selbst, Glauben an die Liebe, weil das ist die Kraft, die Schöpfung, das schöpferische Kraft und Glauben an Gott, das Göttliche. Also diese Themen spricht an diesem Sternbild das Kreuz des Südens. Das Kreuz symbolisiert Trennung von Angst. Die indischen Astrologen sehen daran zwei Schwerter, wo sie sich kreuzen und das Schwert symbolisiert das Trennen von Angst, so wie Erzengel Michael trennt mit seinem Lichtschwert die Angst. Und dazu kommen noch die spirituellen Themen. Und das ist die Orientierung, daran können wir uns gerade halten. Weil das sind gerade wichtige Themen und Mond aktiviert bei uns dieser Bedürfnis danach. Und so kommen wir zu uns näher, unserem Selbst und unserer Seele. Und jetzt die Verbindungen. Wie ich schon sagte, Sonne und Merkur stehen hier im Steinbock in einer Konjunktion. Sie wirken gemeinsam, die Wahrheit kommt ins Licht.
kann passieren, dass es paar Stunden gibt, wo die Sonnenlicht beschattet die Merkurenergie, wo wir uns nicht ausdrücken können oder keiner hört zu, werden wir übersehen. Das ist auch möglich. Ansonsten wird diese Verbindung eher die Suche nach die Wahrheit und nach Klarheit und klärenden Gesprächen führen, wenn wir Geheimnisse haben, das nicht weiter erzählen. Weil diese Gefahr liegt da, dass jemand das weiter erzählt und kommt das ins Licht, was wir eigentlich nicht wollen. Mond steht mit Saturn in einer sehr schönen Verbindung. Das ist eine gegenseitige Unterstützung, unseren Gefühlen ernst zu nehmen. Liebe Partnerschaft in Form zu bringen, Gefühlen zeigen und annehmen. Mond steht mit Neptun auch eine schöne Verbindung. Neptun und Mond hat eine ähnliche Essenz, hat mit unseren Gefühlen, mit unseren Träumen, mit unseren Visionen zu tun. Das ist eine inspirierende Kraft und beeinflusst unsere Träume. Und das ist gut möglich, dass wir heute einen wichtigen Traum haben. Und die Träume sind Botschaften, Botschaften unserer Seele. Ich deute Träume sehr gut. Diesbezüglich kann ich wirklich weiterhelfen. Ich möchte nicht behaupten, dass alle einzelnen Traum eine Botschaft ist. Immerhin muss unserem Gehirn die täglichen Eindrücke auch bearbeiten. Und diese Träume vergessen wir auch, die haben keine Bedeutung. Aber es gibt auch sehr, sehr wichtige Traumbotschaften, die Sprache der Seele. Mond steht mit Jupiter auch eine sehr schöne Verbindung, eine gegenseitige Unterstützung. Und das erleben wir im heutigen Tag, dass jemand uns einen guten Rat gibt oder hilft uns. Also wir bekommen von außen jeden Fall gute Unterstützung, Möglichkeiten, Chancen und das ist ein gutes Gefühl und das können wir auch mit Dankbarkeit annehmen. Und das war mein heutiger Tageshoroskop. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Herzlich willkommen bei diesem kurzen Infovideo über Aura und Aura-Reinigung. Über dieses Thema habe ich ein Klärungsvideo gemacht und ich werde dieses Klärungsvideo nicht veröffentlichen. Wenn ihr wirklich ernsthafte Interesse daran habt, über dieses Thema mehr zu erfahren, was ist Aura und was ist Aura-Reinigung, dann schreibt mir bitte ein E-Mail und ihr bekommt den Link dazu zu diesem Klärungsvideo. Dieses Klärungsvideo über Aura und Aura-Reinigung ist gratis und fühlt euch bitte zu nichts verpflichtet. Ich bedanke mich voraus für die Interesse und ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.